Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Prähistoric Kingdom Video. Ihr wundert euch sicher jetzt schon, warum gibt es eigentlich jetzt schon wieder ein neues Prähistoric Kingdom Video? Es ist doch eigentlich noch eine Woche bis Devlog. Würdet ihr jetzt denken, oder? Tja, aber wenn ich mal etwas vorher poste, dann kann man davon ausgehen, dass wieder etwas passiert ist. Und ja, das ist es tatsächlich wieder. Und zwar wurde über die offizielle Prähistoric Kingdom Seite bekannt gegeben, dass der Devlog für diesen Monat leider ausfällt. Für die, die jetzt auf einen neuen Devlog-Bericht von mir gefreut haben, die muss ich leider enttäuschen. Allerdings gibt es in der Trauer auch einen kleinen Hoffnungsschimmer, denn Prähistoric Kingdom hat mich angekündigt, beziehungsweise die Macher von Prähistoric Kingdom haben angekündigt, dass dafür innerhalb des gesamten Monats etwas ganz anderes passieren wird. Was es ist, wollen sie leider noch nicht verraten, aber das erfährt man wahrscheinlich erst in den nächsten paar Wochen. Das heißt, dass Prähistoric Kingdom im Gegensatz zu Jurassic World Evolution 2 höchstwahrscheinlich wieder ein kleines bisschen mehr in den Vordergrund rücken wird, so dass ich eventuell sogar ein paar News von Jurassic World Evolution 2 verpassen könnte. Aber auch nur, weil sich halt im Prähistoric Kingdom halt nur sehr wenig getan hat, abgesehen von den Devlogs. Aber das ist natürlich auch verständlich, denn die Leute haben wirklich sehr hart gearbeitet. Und deswegen gab es eben auch nicht sehr viel vorher zu sehen. Allerdings gibt es auch schon neue Animationen, die als Teaser gepostet wurden. Aber die haben, denke ich, noch nichts mit dem Projekt zu tun. Die werden eventuell sogar erst in den nächsten Devlog oder sowas veröffentlicht werden. Aber ich muss wirklich schon sagen, dass ich wirklich schon sehr aufgeregt bin für das, was eben im Laufe des Monats auf uns zukommen wird. Ich weiß selber nicht, was das ist, aber wenn man von den Gerüchten des letzten Devlogs ausgehen kann, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass in August endlich Beta Revival ist. Denn im letzten Devlog haben sie ja schließlich geschrieben, dass in einem der nächsten Devlogs eventuell sogar etwas mehr über die Beta herausgegeben werden wird. Beziehungsweise auch das Release-Datum. Ich kann mir vorstellen, dass sie es schon wissen. Denn in dem Bericht, den sie geschrieben haben, steht nämlich eindeutig, dass sie zwar den Devlog überspringen, aber es ist trotzdem etwas Kleines für den Ende des Monats geplant. Das heißt, ganz so ohne Neuigkeiten bleibt es hier in dem Fall nicht. Das heißt, es wird sogar was passieren am 30., also nächsten Sonntag besser gesagt. Wir wissen zwar noch gar nicht, was es sein soll, aber ich bin auf jeden Fall schon sehr aufgeregt und ich hoffe, dass es vor allem was Gutes ist. Vielleicht wird sogar da schon der Release-Datum für die Beta bekannt gegeben und dann werden diesbezüglich dann auch die ganzen Informationen von der Beta innerhalb des Monats bekannt gegeben. Das kann natürlich auch sein, aber was es wird auf jeden Fall ziemlich aufregend werden. Und ihr wisst auf jeden Fall, dass ich darüber wieder einen Bericht machen werde. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn ich diese Nachrichten euch allen zubringen kann. Jedenfalls war es das mit dem Video für heute. Und ich entschuldige mich dafür auch so ein kleines bisschen, dass es halt ein bisschen gehapert hat. Auch diesbezüglich der Theorien. Aber meine Theorien werden mehr oder weniger zur Wahrheit oder auch nicht. Und abgesehen davon, dass dann schon bald die Beta kommen wird, kann ich auf jeden Fall nichts Neues mehr sagen, außer, dass wir bald Prähistoric Kingdom bei auf meinem Kanal sehen werden. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Nachricht für das Jahr 2020, welches ja schon aufgrund der Pandemie so kacke ist. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um nichts zu verpassen. Klingelt das Glöckchen, damit euch auch immer Bescheid gesagt wird, dass neue News über Prähistoric Kingdom kommen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall beim nächsten Mal hundertprozentig wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald. Ciao.